Aber muss ich mal schauen. Gut, wir haben jetzt 2700. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das heißt, ich könnte mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung bei Rom nachgehen, und zwar eine Frau für ihn suchen. So, was ist das für eine Frau? Streitsüchtige Ehefrau. Ja, ich habe mal wieder viel Glück damit. Spartanischer Ehemann, ja. Was soll man anderes erwarten von einem spartanischen König? Naja, gut. Wo ist meine Spion? Ah, die ist ja verletzt. Ist sie verletzt oder ist sie tot? Die ist nur verletzt, schade. Also, natürlich ist es gut, dass sie dann kostenlos wiederkommt, wenn sie sich erholt hat. Aber wenn ich jetzt eine brauchen würde, könnte ich mir keine kaufen. Weil ich habe ja schon eine. Die liegt zwar im Krankenbett, aber ich habe rein theoretisch eine. Gut, eine Tochter eines Adligen erscheint mit einer Bitte vor euch. Ihre Mutter, eine sehr einflussreiche Frau, besteht darauf, dass sie in den Tempel der Athene, was? Sie in den Tempel der Athene zu schicken, wo sie Priesterin der Weberei werden soll. Das Mädchen bittet uns demütig, zu unserem Wohle unsere Stadtentwicklung dienen zu dürfen. Wir haben gehört, dass sie in der Mathematik sehr begabt und wohl das Stolz ihrer Lehrer sei. Sollen wir eingreifen? Ich nehme immer das Anheuern, weil dann bekommen wir einen wichtigen Charakter, der Boni gibt. Wenn wir verweigern, bekommen wir halt 1000 Gold, was an sich wichtig ist für uns, aber die Boni sind momentan. Oder nicht momentan, sondern auf längerer Sicht besser. Gut, hier machen wir die Hoplitenkaserne mal weg, weil die kostet nur Nahrung. Und hier unten werden wir nicht mehr Einheiten rekrutieren, sondern hier oben. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir hier welche, also Leute verlieren. Und vor allen Dingen, dass wir halt keine Möglichkeit mehr haben zu klauen. Architekten Frauen immer unterstützen. So. Dann will ich mal. Genau, hier gibt es automatisch drei Nahrung, wenn ich die drei insgesamt habe. Deswegen werde ich mal da drauf gehen. Und weiter geht's. Jetzt darf Makedonien nicht angreifen, dann ist alles gut. Okay. Alles gut. Und Epirus lebt noch, also Athen hat noch nicht eingegriffen. Was sehr schön ist. Verschleiß. Agent erholt, Schutz verfällt, Thesmoli. Gut. Jetzt kann ich hier wieder vorgehen und schön Nahrung klauen. Jetzt habe ich auch wieder Nahrung. Hier mache ich mal einen Tempel. Und zwar den für. Warte, ich zeige es mal kurz. Ich mache. Also, das kann ich noch nicht zeigen. Also, entweder mache ich wieder ein Gehöft für mehr Nahrung. Oder ich mache einen Tempel. Und also, ich will einen Tempel machen. Und zwar den für Poseidon, weil der auch Nahrung gibt und öffentliche Ordnung und so, und das ist für da unten ganz gut. So, Historiker, 2 gewonnene Erfahrung pro Runde. Das ist am Anfang noch nicht viel, aber das wird noch. 10 Runden brauche ich dafür. Ja, lustig. 10 Runden. Das ist zu lang. Macht der da? Vor allem, der ist mit einer Full-Stack-Armee gerade von da gekommen. Was sehr cool ist, hier seht ihr schon, die hungern. Die haben. Okay, aber die haben 5 Nahrung. Okay, warum hungern die dann?
Ja, ich wollte ja Ihnen gerade zeigen, dass dadurch, dass ich halt. Vielleicht haben die jetzt Kann ich dir wieder behilflich sein? Nahrung. Also, ich habe ja letzte Runde Nahrung geklaut und das wird eigentlich dann angezeigt. Warte Wie kann mal. ich euch dienen? Wieso? Warte. Hat die gerade. Zu euren Diensten. Hat die gerade meine Brötchen denen gegeben? Die haben jetzt 7 und ich habe jetzt 0. Ah, cool. Ja, das ist natürlich super. Warum macht die das? Mein Name soll nicht vergessen werden. Gut, was bringt da in die Schlacht? Wieder extrem viele Pikniere. Und nochmal Pikniere. Also wieder 6, 7 Pikniere. Wie gesagt, also ich muss es aus diesem griechischen Gefängnis rausschaffen. Wenn ich das schaffe, dann ist es möglich. So, mein Vorteil sind jetzt wirklich die Bogenschützen. Die Frage ist, ob der wieder realistischerweise von da kommt oder freundlicherweise wirklich realistisch von da. Mal schauen. Okay, ich stelle die mal hier vor, damit die hier schön. Ja, ist eigentlich echt gemein von mir, aber ich muss halt schauen, dass meine Armee überlebt. Und dazu brauche ich die Pikeniere. So. Warte, ich tue mal alle, die nearly dead sind, nach da. So, also die da habe ich schon versetzt. Ich habe noch komplette Pikeniere. Okay, das ist gut. Hier kommt dann, ups. Wohin? So. Dann die da kommen hier hin. Bereit? Bereit und zugenäht. Was? Ihr kommt dahin, falls der hier irgendwelche Dummheiten macht. Und ihr kommt mit denen zusammen nach hier. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass der. Aber es bleibt bis zum Ende der Challenge spannend, nicht, dass dir Athen oder so den Krieg erklärt. Ja, das stimmt. Und er kommt natürlich wieder von da. Dieser Mistkacker. Naja, egal. Gut, also die brauchen wir eigentlich nicht anzugreifen. Ja, wobei, also die können eigentlich schon angreifen. Die Bogenschützen will ich eigentlich noch sichern. Beziehungsweise die Munition sparen für die Pikeniere. Weil die sind wirklich, wirklich nicht sehr schön. Gut. Feuer frei. Tobt euch aus. Nein, ihr könnt von da schießen. Es ist jetzt blöd, dass er die Pikniere angreift. Das ist das, was ich verhindern wollte.
Okay, jetzt schießt er auf die. Okay, das ist gut. Okay, jetzt ist er da komplett rein. Und das liebe ich so an den Bogenschützen, dass sie halt ja, realistisch gesehen so von oben nach unten schießen kann. So, da machen wir mal ein bisschen Brennerschuss, damit die Moral ein bisschen sinkt. Und dann warte, noch einen Schuss. Sehr schön. Und jetzt machen wir einen normalen Schuss. Okay, der ist schon hier vor Ort. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die Männer wanken. Warte, welche Männer? Achso, die. Ja, okay. Nein. Nicht rennen. Bleib da. Unser General wird angegriffen. So, bitte alle. Warte, die schießen mal hier drauf und die kommen mal hier hin. Denen geht's gut, ja. Willst du nicht? Danke. So, das ist schon mal gut hier. Jetzt kommen die nächsten Pikiniere. Gut, ihr könnt aufhören. Die haben schon verloren. Hier kommen Speerträger. Dann brauche ich euch. Als schönen Counter. Okay, sehr gut. Na, komm. Dann gehe ich mal noch mal ein bisschen weiter. Gut, irgendwie ist es ganz praktisch gerade, dass er nichts macht. Das ist gerade super schön. Okay, jetzt kommt aber seine Verstärkung. Oder wie stehen die denn hier? So. Nee.
Die Pekiniere werden sich hier aufstellen. Warte, ich. Die gehen mal hier zur Seite. Wird gerade ein bisschen eng hier. Das sind Pekiniere. Das heißt, Bogenschützen, ihr dürft Pekiniere angreifen. So, und ihr schön breit und. Oh, warte. Okay, mit denen gehe ich mal außen rum. Warst es oder sehe ich nur noch nicht alles? So, einmal bitte. Nein, Signalschuss. Sehr schön. Und dann Standard bitte. Das sind auch Pekiniere, ne? Ja. Aber das ist nicht so schlimm. So, die Bogenschützen weiter auf die Pekiniere. Und die weiter hier hin. Weil, also, warte. Die Piken können eigentlich hier hin und die da sind die wichtigen. Alter, wie der einfach wieder durchdrückt, ne? Pekiniere von dem sind halt so krass. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schneidet sie in Stücke. So, jetzt voller Kanne hier rein, bitte. Hier bitte auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bitte schnell angreifen, ihr auch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, der geht jetzt an den Rücken von denen. Ach, schade, ich wollte gerade, dass sie nochmal Signal schießen. Aber ich glaube, jetzt habe ich sie. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, wunderbar, wunderbar. Fortfahren bitte. Und die haben nicht mehr kämpfen. Gut. Das war auf jeden Fall ein bisschen einfacher als das letzte Mal. Aber ich hatte auch bessere Einheiten. Zum Teil.
Das wollte ich ja. Gut. Knapper Sieg. Fand ich jetzt nicht so. Oh wow, der hat nur 3 erledigt. 120, 140 ist sind für Fernkämpfer extrem, extrem gut. Ja. Extrem gut. Ich habe gerade gesehen, dass mein Upload gerade wieder ein bisschen in die Knie gegangen ist. Ich hoffe, das geht wieder. So. Am Altar unseres Wohlwollens muss ein Opfer gebracht werden. Natürlich spreche ich von Gold. Ja, natürlich. Ja, das ist halt kacke, aber na gut. Normalerweise würde ich das sofort ausschlagen. Ist doch egal, ob der mit mir Krieg führt, aber bei dieser Challenge darf ich das nicht. So, Forschung abgeschlossen. Sehr schön, wurde befördert, das muss auch sein. Gut, hier Wohlstand aus an Handel mache ich ja nicht wirklich. Landwirtschaft. So, hier der da. Schrein des Poseidon. 3 Nahrung, 2 öffentliche Ordnung. Also der restliche, also Wohlstand durch Seehandel und Schiffrümpfe und so weiter. Das ist alles uninteressant. Aber am Anfang ist die Nahrung doch sehr wichtig. Warte, ich will mal wissen, was der da hat. Okay, also der hat auf jeden Fall ein bisschen, also 14er und 11er und eine Flotte. Gut. Hauch von Weinrot. Wieso? Ich habe die doch nicht getötet. Sieht gerne Blut, vor allen Dingen das von der Feinde natürlich, aber... Wieso? Also normalerweise kommt es immer erst, oder war bei mir bis jetzt immer so, dass es immer erst dann gekommen ist, wenn man die Gefangenen getötet hat. Das ist ein bisschen seltsam. Naja. Schutz verfällt. Bisschen ärgerlich. So, wir machen natürlich Infanteriekommando, weil Kavallerie brauchen wir ja nicht. Ich werde noch einige Male drauf rumreiten, dass ich keine Kavallerie holen darf. Und wie schlecht ist die denn gerade? Die soll Nahrung stehlen und nicht Nahrung geben. Ja, es tut dir leid, ein Schmarrn. Stehen den feindlichen Agenten. Warte mal, habe ich das Falsche geskillt? Warte mal. Nee, ich glaube nicht. Naja. Gut. Ja, ihr hattet gerade eine Schlacht. Jetzt sei mal zufrieden. So. 13% Risiko. Die mögen mich fast gar nicht. Warte mal, wie sieht es denn gerade aus? Ja, okay. Warte. Sarah Robin Hood, ja, aber ich habe kein Geld. Ja, okay, ich habe Federn. Ja, okay. Nahrung stehlen ist ganz rechts. Warte mal. Ja, jetzt habe ich es schon geskillt. Echt? War das nicht plündern? Aber wahrscheinlich daneben dann. Okay, gut. So, also, du könntest jetzt eigentlich auch kurz rausgehen.
Wobei, nee, den lasse ich drin. Den lasse ich auch drin. Wobei, ich könnte hier auch... Das mache ich dann nächste Runde. Nächste Runde werde ich dann mit der Armee auch plündern gehen.